Hallihallo, Grinders Gaming hier, die nächste Folge Stardew Valley 1.6, liebe Leute. Wie man sieht, Melonenernte war erfolgreich. Ich habe die 5 goldenen abgeben können, plus die normale und habe alle Silberqualitäten verkauft. Deswegen habe ich auch auf einmal so viel Kohle. Und jetzt sind auch noch die Blaubeeren ready, was bedeutet, dass ich 6 Krähen verjagt habe. Ne, das hat die Vogelscheuche gesagt, nicht ich. Was bedeutet, dass ich jetzt noch eine Blaubeere ins Gemeinschaftszentrum bringen kann. Eine von denen. Ich glaube, ich behalte da erstmal gar keinen. Ich mache jetzt erstmal Dickkohle. Ich schmeiße einfach alles da rein jetzt, außer eine. Fürs Gemeinschaftszentrum. Die wachsen ja nochmal. So. Geld, Geld, Geld. Können wir brauchen. So, der Rotkohl ist auch fertig fürs Färbemittel, die Blaubeere fürs Gemeinschaftszentrum, die Sommerkürbis kommen da oben in die Einlegekiste. Zack, die Boni. Katze streicheln und trinken geben. Jetzt lesen wir mal kurz unsere Post. Grüße, reiner Zufall. Es freut uns, dir mitteilen zu können, dass dein Hof nächste Woche in der Aufgepasst-Kolumne der Sterntautaler Umschau vorgestellt wird. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind von deinem schnellen Fortschritt sehr beeindruckt. Gezeichnete Sterntautaler Umschau. Okay. Hey Kleiner, meine Kehle ist so trocken wie ein Wüstenknochen. Mich dürstet es nach etwas hellem Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles Bier. Gezeichnet Pam. Dazu brauche ich, glaube ich, ein Fass, ne? Ich musste ja, glaube ich, Weizen in das Fass schmeißen. Das Fass habe ich aber noch nicht. Die Pam muss wohl noch ein bisschen auf ihr Bierchen warten. Die Gute. Ja, Katze, was denn los? Was ist denn dein Problem jetzt? Ich verstehe es nicht. Schrei doch nicht so rum. So, schön wässern hier alles. Gut, was haben wir Sonntag? Sind die die Geschenke sind resettet. Das ist sehr gut. Das heißt, Sam muss sich noch eine Pizza holen und Penny bekommt eine Melone. Sehr gut. Damit ich es nicht vergesse, werde ich schon mal eine Melone nach da oben packen. Und rein theoretisch kann ich meine Vogelscheuche jetzt entweder irgendwo hinpflanzen oder in eine Kiste werfen. Weil ich eine zu viel gebaut habe. Das ist natürlich wieder mal sehr gut. Und ich muss bei Pierre vorbei und einkaufen noch. Kriegen wir aber hin, das passt. Das passt zeitlich alles rein. Witzig. So. Da ist Tatsache diese Blaubeerpflanze kaputt gegangen, in die in der letzten Folge der Blitz eingeschlagen hat. Schön. Ich habe sie gewässert, vielleicht wird sie ja nochmal. Ich lasse da einfach mal stehen und hoffe aufs Beste. So. Aber ich schätze mal, mit den Blaubeeren kommt auch nochmal gut Geld rein. Ich glaube, ich bin echt ein gemachter Mann. Ich kann mir bald meinen Rucksack kaufen wahrscheinlich. Ich hoffe es zumindest. Der kostet mich ja 10.000. Aber dann habe ich keine Platzprobleme mehr. Guter Witz. Die werde ich immer noch haben. Und ja, ich weiß auch warum. Und nein, ich werde nichts dran ändern. Ich kann einfach nicht rumlaufen in der Mine, in die Mine gehen oder sonst was, ohne dass ich ständig alle Werkzeuge dabei habe. Ich muss irgendwie. Das ist so ein richtiger Zwang. Seitdem ich stelle mir eine Kiste in die Mine, aber bei meinem Glück, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, bei meinem Glück und meinem Denkvermögen werde ich mein Werkzeug dann in der Mine vergessen und muss nochmal hinlaufen, um es zu holen. Also lasse ich besser einfach alles gleich im Inventar. So. Also. Pizza. Und Pierre. Und da war noch Moos am Baum. Das sollte ich auch mitnehmen. Vielleicht hätte ich noch gucken sollen, wie viele Melonen, aber ich nehme jetzt einfach nochmal 20 oder 25 Stück mit. Mehr kann ich von der Energiekapazität her wahrscheinlich eh nicht wässern. Das wird schon besser irgendwie. So. Hätten wir das auch geklärt. Was haben wir hier Schönes?
Könnte mir jemand Kupferbarren bringen? Ich könnte so etwas brauchen, gezeichnet Pierre. Da gehe ich jetzt zurück und hole gleich einen Kupferbarren. So. Da kann ich ja doch noch meine Felder zählen, wie viel Melonen ich genau brauche. Da liegt auch noch Dünger. Wenn ich richtig gesehen habe. Ja, perfekt. Eins Kupferbarren für Pierre. Es war einer, oder? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. 35. Oha. Also 35 Felder stehen gerade noch. Es sind ja schon ein paar kaputt gegangen. Okay, dann muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr kaufen, wie ich dachte. Aber da muss ich mir wahrscheinlich wirklich noch Müsli-Riegel herstellen. Das wird ein Spaß. Naja. Egal. Egal, egal. Wir kriegen ja Geld. Mit dem Geld können wir uns dann irgendwann mal was kaufen. Oh, also hast du mein Gesuch gesehen. Den Aushang. Sieht perfekt aus. Hier ist etwas für deine Mühen. Es ist so heiß hier drin. Dann musst du ja Klimaanlage, Leibauer Kelly. Wo ist er denn jetzt? Pierre. Jo, hat nicht viel gebracht. Ich kaufe einfach mal die 40 voll. So, passt. Oh Mann. Und die 180. Vielen Dank. So, jetzt brauche ich eine Pizza. Beziehungsweise ich kaufe gleich zwei Pizzen. Für Sams Geburtstag auch gleich schon mal eine. Und dann gucke ich jetzt mal, wo die Penny steckt. Die ist wahrscheinlich schon wieder irgendwo unterwegs. Ja. Der Wohnwagen ist leer. Und wo könnte Sam sein? Der arbeitet sonntags, glaube ich, nicht, oder? Habe ich Alex Geburtstag verpennt oder hat er heute? Ich glaube, ich habe es verpennt, oder? Das ist cool, danke. Ja, ich glaube, ich habe es verpennt. Der hatte am 13., ne? Wunderprächtig. Wunderprächtig. Schön. Naja, ich habe ihn jetzt beschenkt. Für mich? Danke dir. Emily kocht normalerweise das Abendessen, aber sie macht so merkwürdiges Zeug wie Quinoa. Das ist schon ziemlich nice, wenn man weiß, wie man es machen muss. Genau wie Tofu. Ich habe schon so oft gehört, dass Leute sagen, die hatten Tofu, was richtig eklig schmeckt, aber das kann man schon richtig geil hinkriegen, wenn man will. Oder wenn man weiß, wie. Oh ja, Zeit für Pizza. Wenn du einen Heißluftballon über dem Meer siehst, ist gerade Hochsaison des Sommers. Okay, ich glaube, ich habe bei ihm jetzt zwei Herzen. Perfekt. Also fehlt mir noch ein Herz. Das dürfte ich am Geburtstag hinkriegen. Gut. Dann muss ich jetzt nur noch Penny finden. Penny, Penny, Penny. Ihr habt mir geschrieben, die hockt manchmal hier oben irgendwo auf der Bank. Hier irgendwo? Oh, dich beschenke ich auch noch. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ja, auf jeden Fall. Ich brauche ja ein Teerezept. Heute werde ich mich einfach entspannen und positiv denken. Nimmst du dir je einen Tag frei? Hier ist mein Schwert. Ich nehme mir nie frei. Nie. Wo finde ich Penny? Hi, reiner Zufall. Hallöchen. Machen wir auf die Dinger hier. Vielleicht finde ich noch einen Mülltonnenhut. Penny, hallo. Wo steckt sie denn? Wo lungert sie denn rum? Ich habe, glaube ich, schon wieder alles vergessen, was ihr geschrieben hattet. Nee, ihr hattet gesagt, sie hockt manchmal auf dem Bänkchen da oben. Ich habe neue Ideen, über die ich schlafen kann. Sehr gut.
Auf dem Bänkchen sitzt sie. Der Händlerwagen ist auch da, perfekt. Kaulbarsch, Kürbiskuchen, Senfkohlsaat. Eine Kirsche. Kleiner Kristall. Brauche ich die Kirsche fürs Gemeinschaftszentrum? Wo könnte das sein? Schwarzes Brett? Ne, hier ist keine Kirsche drin, ne? Speisekammer? Doch, da ist eine Kirsche drin. Die sollte ich ja schon fast kaufen jetzt. Komm, den Taui, den habe ich. Noch. Noch, noch, noch. So. Ah ja, guck mal an, wer hier rumlungert. Hast du jemals das Bedürfnis, einfach auf Erkundungstour zu gehen, reiner Zufall? Okay, stell dir einfach vor, du hättest einen kostenlosen Urlaub gewonnen. Wohin würdest du gehen? Strand, dunkle Höhle, in den alten, knorrigen Wald, zur Joja Mega Mall. Boah. Also ich würde, glaube ich, eine Wanderung durch den Wald machen. Oh ja, das klingt wundervoll. Hier ist mein Insektenkopfschwert. Doch. Ja, auf jeden Fall, ich würde auch durch den Wald wandern. Oder so eine Waldwanderung, wo dann irgendwann noch so Richtung Berg geht. Ich würde zwar auf dem Weg da hoch wahrscheinlich dreimal sterben, aber wenn ich dann oben auf dem Berg aus dem Sauerstoffzelt rausgekrabbelt bin, würde ich es wahrscheinlich feiern, dass ich da oben bin. Definitiv. Wieso laufe ich eigentlich zu meiner Farm? Ich muss Penny finden. Penny. Jetzt ist sie wahrscheinlich schon bald wieder daheim. Hoffe ich. Ah ja. Immer diese Frauen, die sich irgendwo verstecken müssen vor einem Mensch. Hey du, gut dich zu sehen. Besuch mich bitte, wann immer du willst. Ich will auch nur Geld verdienen, ne? Ja. Ich kenne die Tricks. So. Elliot wird jetzt gekonnt ignoriert. Ich muss Penny finden. Ach, das gibt's doch nicht. Wo ist denn die Gude? Hockt die doch in der Bibliothek, irgendwo ganz hinten im letzten Eck? Oder hier bin ich hier oben schon wieder an ihr vorbeigelatscht? Das kann es doch nicht sein. Die Bänke sind leer. Demetrius gammelt hier alleine am Brunnen rum. Schwierig. Dann gehe ich jetzt schnell ins Gemeinschaftszentrum und gebe die Kirsche ab. Mensch. Menschenskinder. Und ich glaube, hier oben war das, ne? Nö, war's nicht. Doch, war's. Ich hab recht gehabt. So. Also Gelee kann ich easy herstellen. Dann hätten wir drei. Dann habe ich, glaube ich, schon einen Aprikosenbaum. Den will ich ja aber noch nicht hinstellen. Den wollte ich eigentlich ins Gewächshaus stellen, aber ich brauche das Gewächshaus kriege ich erst, wenn ich hier Zeug abgebe. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also Gelee kann ich herstellen, Honig notfalls auch, Stoff könnte ich auch rankommen irgendwie. Dann bleibt noch eine Sache offen. Mal gucken. Und da ich Äpfel noch für was anderes brauche, sollte ich wahrscheinlich eher Richtung Äpfel tendieren. Hätte ich jetzt mal so behauptet. Weil das mit den hier Holz, Kohle, Eisenbahn, Ahornsirup. Genau, ich muss halt erstmal ein paar Zapfhähne bauen. Dann komme ich auch an die Säfte ran, die ich auch brauche für die Fässer. Fällt mir gerade ein, Mensch. Oh Gott. Scheiße. Stopp. Wehe, wenn ich da nicht mehr hinterher kann. Oh. Nein, nicht essen. Danke dir. Ich stehe total auf sowas. Also dekorierst du deinen Hof gern? Ja, auf jeden Fall. Es muss schön sein, einen eigenen Ort zum Schmücken zu haben. Hier ist mein Schwert. Ja, ich dekoriere den ständig. Der sieht aus, so ich sag's dir. Oh, drei Herzen. Perfekt. Und ich müsste eigentlich noch meine Melonen anpflanzen. Jetzt wird's sportlich hier. Jetzt wird's sportlich. Und eigentlich habe ich gerade überlegt, ob ich noch drei Zapfhähne bauen, jeweils an einen Baum, jeweils, also an einen von den drei verschiedenen Bäumen, jeweils einen dranhängen,
damit ich wenigstens mal ein bisschen in Richtung Fassproduktion und Baumsäfte gehen kann. Aber dazu werde ich jetzt erstmal hier diese Dinger in den Boden zementieren, damit die wachsen können. Ich werde gerade mal irgendwie wieder hier auf den Dünger verteilen, so gut es geht. Und dann schauen wir, was offen bleibt. Schön. Also hier noch eine, hier noch eine. Ja, das ist ja perfekt, als hätte ich es ausgerechnet. Schön. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich wieder einen dreifachen Zusammenbruch, bis alles gewässert ist. Obwohl, das wird noch was. Das wird noch was. Das kriegen wir noch hin. So. Muss wahrscheinlich nur mal mittendrin die Gießkanne nochmal füllen gehen, eventuell. Da oben ist ein Gelee fertig. Das heißt, ich habe schon wieder was fürs Gemeinschaftszentrum. Das ist geil. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt die Einmachgefäße auslaufen lasse. Na toll. Das sind genau die zweimal, wo ich falsch gewässert habe. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Einmachgefäße auslaufen lassen, alle gleichzeitig starte. Ist wahrscheinlich am besten. Peperoni-Gelee. Ist ja egal, welches Gelee. Und ich habe den Rest nicht abgegeben im Gemeinschaftszentrum. Ich bin der größte Profi vorm Herrn. Ohne Witz. Ohne Witz. Da könnte ich ja schon wieder einen Regenbogen rausberechnen. Ich sag's euch. Egal. Das passt. Oh. Ich sollte natürlich die Zapfhähne bauen. Beziehungsweise kann ich eigentlich auch gar nicht. Ich habe nicht genug Waren. Schöne Sache. Die Vogelscheuche habe ich immer noch im Inventar. Perfekt. Blumenkohl könnte ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen verkaufen. Ich kann ihn aber auch einfach behalten. Ich behalte es einfach mal. Was kostet mich denn so Brennofe? Kupfererz und Stein. Stein habe ich nicht. Kupfererz hätte ich. Einiges. Nee. Oh, ich hüpfe jetzt ins Bett. So, ich bin jetzt ab in die Haier hier. Stopp. Gleich mal abchecken. Morgen ist nichts. Perfekt. So. Gute Nacht. Level up im Sammeln. Wähle einen Beruf. Förster. Bäume lassen 25% mehr Holz fallen. Sammler. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Oh, ich weiß nicht. Gesammelte Gegenstände sind doppelt wert. Ist natürlich schon eine feine Sache, weil Förster 25% mehr Holz. Ja, wir brauchen Holz, aber irgendwann hat man eh zu viel Holz. Wenn man es. Nee, hat man eigentlich nicht. Ich lüge. Ich nehme Förster. So. Und nochmal 6300 gemacht. Krass. Diese Blaubeeren, ey. Übel. Habe ich genug für einen Rucksack? Habe ich, glaube ich, nicht, oder? Oh, nö, aber ganz knapp, aber ganz knapp. Aber ganz knapp. Gut. Also, gleiche Prozedur wieder. Ich werde die Silver Pepperoni verkaufen. Die normalen bleiben erstmal hier. Der Kupferbarren kommt hier rein. Ich mache gleich noch mal ein bisschen hier. Produktion. Reiner Zufall. Ich habe gehört, du hast ein paar Leuten in der Stadt geholfen. Jeder scheint ziemlich dankbar zu sein. Ich verleihe dir hiermit den bester Nachbar, bester Nachbarin Preis diesen Monat. Mit einer kleinen Geldbelohnung. Mach weiter so, gezeichnet der Bürgermeister. 500 Gold. Nice. Hallo, reiner Zufall. Ich habe einen Artikel über dich in der Zeitung gelesen. Gesehen. Sieht so aus, als wäre das ländliche Leben ganz gut für dich. Ich bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Alles Liebe, Mama. Vielen Dank, Muri. Hätte ich mir nicht irgendwie noch so 200 Gold schenken können, dann könnte ich mir jetzt einen Rucksack kaufen. War ja nur ein Vorschlag, muss ja nicht sein. Okay. Der Kürbis bleibt hier drin. Gut, dann geht die wilde Wässerei wieder los hier. Schöne Sache. Ich glaube, der Brennofen ist fertig. Aber ich wässer jetzt erstmal ein bisschen.
So. Hier muss man jetzt ganz gut aufpassen, weil da sieht man leider nicht mehr, was gewässert ist und was nicht. Ein bisschen stressig beim Heu. Aber das geht. Wenn die Gießkanne jetzt halt gleich leer ist, muss ich mir genau merken, wo ich dran war. Da, unter der Vogelscheuche, okay. So, genau, doch ein bisschen sieht man sogar, wenn man sich anstrengt. Also etwas, was ich definitiv nicht kann. Gut zu wissen. So, Wasser, 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 Wasser. Mit Wasser wird alles nasser. Die Blaubeeren auf jeden Fall. Die bringen mir wieder dick Kohle ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Werden die dreimal oder viermal insgesamt erntebereit im Sommer? Wenn man sie sofort am ersten anpflanzt? Könnte so sein, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Mit Geschwind wächst natürlich noch mehr. Aber so versessen auf Gewinn bin ich jetzt auch nicht, dass ich hier alles mit Geschwindwachs zuballer. Vor allem kann ich das, glaube ich, auch noch gar nicht, oder? Ich habe, glaube ich, bis jetzt nur geschenkt bekommen. Doch, ich kann sogar schon herstellen. Aber da braucht man Kiefernteer und Moos dafür. Ja, gute Nacht. Seit wann denn das? Das wurde auch geändert. Früher gab es doch gar kein Moos. Und Kiefernteer ist natürlich auch so eine Geschichte. Da komme ich ja noch gar nicht dran. Deswegen läuft ja gerade der Brennofen hier. Damit ich bald mal an die Baumsäfte drankomme. Ach ja, ich sag's euch. Dieses Spiel, ich habe viel zu viele offene Baustellen. Aber irgendwie kommen wir auch durch und kommen wir rum. Irgendwann und irgendwie. So, Wasser. Oh ja, komm, schmeißen wir den gleich noch hier rein, dann ist das auch erledigt. Sehr schöne Sache. Und gleich haben wir es geschafft. Und da wünsche ich mir vielleicht noch so 3, 4 oder 5 Regentage im Sommer, damit ich weniger gießen muss. Das wäre richtig geil. Aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert, gell? Der Zug fährt durch Sterntautal. Ist ja auch schön. Macht Radau bis hier runter. Das gibt eine Anzeige. Lärmbelästigung. So. Eigentlich muss ich ja jetzt direkt 120 Holz. Habe ich das noch? Habe ich. Cool. So. Dann habe ich wenigstens von jedem Baum mal einen mit Zapfhahn. Auch nicht schlecht. Und jetzt gucke ich, dass ich die vielleicht gerade hier in die mittlere Reihe, wo 3 untereinander sind. 1, 2, 4. So. Perfekt. Sehr schön. Ist das auch erledigt. Muss ich mal noch in meine Fruchthöhle gucken. Ach so. Oh Mann, ich bin so doof. Natürlich kriege ich dieses Gewächshausding fertig. Ich habe ja die Fruchthöhle mit den Fledermäusen, Mensch. Da bekomme ich ja Zeug fürs Gemeinschaftszentrum. Genau, die Brombeere ist auch noch zu... Wo ist denn die Brombeere? Ach so, sammeln Herbst wahrscheinlich, ne? Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Granatapfel habe ich nicht. Was habe ich denn gefunden? Wildpflaume. Die ist hier ja gar nicht drin. Aber das Gelee auf jeden Fall. Die Blaubeere können wir auch noch abgeben. Sammeln Exoten. Sammeln Herbst. Genau, die Wildpflaume und die Brombeere sind hier drin. Okay. Dann... Geologe, könnte ich mal gucken, habe ich noch nicht alles. Schleim, Fledermausflügel könnte ich eventuell auch. Ne, Schleim habe ich, glaube ich, keine 100. Keine 99. Aber ich habe auf jeden Fall 10 Fledermausflügel. Nehme ich mit. Ich nehme jetzt mal alles so mit, wie es hier im Inventar liegt. Einfach so.
Dann war es noch ein Quarz. Den Rest habe ich eigentlich noch gar nicht. Doch, ein Erdkristall habe ich auch noch. Gut. Ja, dann gehe ich jetzt mal so zum Gemeinschaftszentrum. Und zu Penny gehe ich auch noch. Dürfte ich irgendwie hinkriegen, wenn ich sie gleich finde. Und dann muss ich gucken, dass ich bis morgen noch irgendwie so 129 Gold zusammenkratze. Dann gibt es den Rucksack. Ist mir jetzt egal, der wird einfach gekauft. Ich habe eh einen Haufen Geld auf dem Feld stehen. Dann wird der Rucksack gekauft, dann ist auf jeden Fall das mit dem Rucksack fertig. Da gibt es ja keine weitere Stufe. Sam wird nicht beschenkt, weil der hat ja noch Geburtstag. Das passt dann auch. Ich liebe Tiere, Herr reiner Zufall. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden wir sicher gute Freunde. Okay, ich wollte eigentlich hier nur lesen. Was? Ich brauche Eisenbahn, um es auf mein wundes Knie zu reiben. Bitte bring eins davon bei erster Gelegenheit. Bezeichnet Jody. Das mache ich, das mache ich. Dann kann ich mir den Rucksack jetzt schon kaufen. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Ich habe Eisenbarren. Und ich weiß, wo Jody wohnt. Perfekt. Ja, ich weiß so ziemlich, wo alle wohnen. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Ach, guck mal, das ist doch ein Timing, Mensch. Sehr schön. Und tschüss. So, Attacke. Dann gibt's einen Rucksackerl. Ist doch schön. Müssen die Werkzeug-Upgrades halt noch ein bisschen auf sich warten, aber egal, wir haben dann den Rucksack. Der ist auch wichtig. So, ist sie zu heim? Jawohl. Ups. Hallöchen. Hey, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Vielen, vielen Dank. Mal sehen, hier ist dein Geld. Der Sommer ist angenehm, aber er bedeutet auch mehr Arbeit. Ich muss zusätzlich zum Haus auch noch den Garten pflegen. Ich will genau wie mein großer Bruder sein, wenn ich groß bin. Okay, bye. Hier ist mein Schwert. Okay, wenn der mal so wird wie sein Bruder. Schwierig. Da hat die arme Mutti zwei Karotten daheim hocken, die laut Musik machen. Naja, passiert. So, Pierre, ich will einen Rucksack, aber schnell. Her damit. Sehr schöne Sache. Du hast die Luxustasche erhalten. Dein Inventar wurde auf 36 Plätze vergrößert. Geilomat. Jetzt kann ich das alles hier runterziehen. Außer das fürs Gemeinschaftszentrum. So. Jetzt brauche ich noch Penny. Geschenkchen, eine Melone am Kopf. Nee, wir überreichen die schon normal. Wenn es überhaupt irgendwo ist. Jetzt gehe ich erstmal Richtung Gemeinschaftszentrum. Und schau mal da. Weil wenn Vincent daheim ist, ist sie mit den Kittys ja auch nicht in der Bibliothek, logischerweise. Aber vielleicht chillt sie irgendwo anders. Dimitris ist auch wieder hier am Brunnen unterwegs. Ja, in Ordnung. Ich gehe jetzt erstmal ins Gemeinschaftszentrum. Mach ein bisschen das Inventar leer. Stopp. Ich hab's ja gefunden. Hallöchen. Danke dir, ich stehe total auf sowas. Hi, nettes Wetter, oder? Ja, auf jeden Fall. Du kriegst eine Orange. Das ist ein super Geschenk, danke dir. Das funktioniert. Welche Art Apparat soll ich diesen Sommer erfinden? Erfinden Sprinkler, der 36 Felder gleichzeitig wässert. Dankeschön. Und schenk mir einen natürlich. Das wäre nett. Obwohl, wir könnten noch mehr wie 36 rauskitzeln, wahrscheinlich beim Sprinkler. So, Bündel komplett. Das gibt eine Belohnung. Ein Qualitätssprinkler. Nice. Hier beim Handwerk habe ich noch das Gelee. Also wenn die Fledermäuse mir von diesen Früchten hier was bringen würden. Eine Orange haben sie ja auch gebracht. Sonst hätte ich die ja hier nicht. Wenn die mir
zwei Früchte bringen würden und ich dann noch einen Honig herstelle, dann ist das Bündel hier auch fertig. Und dann muss ich nur noch die Nutzpflanzen machen, die Herbstpflanzen. Achso. Ja, und das Tierbündel, ja, kannst du knicken, das wird eh spannend. Oh, ja, gut, nee, dann hat sich's eh schon erledigt. Ich komme an die Tiersachen ohne Tiere ja wahrscheinlich eh nicht ran. Ich habe gerade auch gar keinen Plan mehr, wo ich hineiern muss. Genau hier. Ich bin sogar richtig. Schön. Schön, schön, schön. Hier können wir noch Pilze. Das Zeug aus der Wüste dann. Das wären zwei Felder und dann ein Baumsaft vielleicht. Dann wäre das Bündel auch fertig. Habe ich jetzt noch was? Genau, das Färbemittelzeug, ne? Das ist dann nicht mehr. Die Fledermausflügel und natürlich der Quarz und der Erdkristall. Und das Zeug ist dann fertig. So. Färbemittel ist am schwarzen Brett. Das Monsterzeug glaube ich auch, oder? Wir werden sehen. Färbemittel. Zack. Genau, und da wächst jetzt noch die Sonnenblume. Ja, hier brauche ich alle sechs. Da komme ich nicht drum rum. Nee, ich hatte keinen Kaulbarsch, oder? Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich hatte keinen. Bündel Koch. Bündel. War hier nicht irgendwo das Geologenbündel oder ist das im Heizraum? Das ist im Heizraum, ne? Schmied, genau. Abenteurer, hier kommen die Flügelchen rein. Und beim Geologe kommen die rein. Auch für die Lorenreparatur. Ich bräuchte halt eigentlich nur noch Gold für einen Goldbarren. Eine gefrorene Träne, ein Feuerquarz. Das ist ja eigentlich auch locker machbar, wenn man in die Mine geht. Und hier ein paar Schleime noch sammeln. So ein bisschen mehr wie 20 Stück. Dann hätte ich das ja auch schon. Dann ist die Lore repariert. Dann habe ich eine Schnellreise. Das ist doch geil. Es geht voran. Da oben brauche ich 45.000 Gold oder so. Oder 42.500. Dann können wir in die Wüste reisen. Dann ist der Bus repariert. Das ist doch sehr schön. So gefällt mir das. So. Dann habe ich jetzt beschenkt. Ne? Ich habe beschenkt. Penny ist ganz oben mittlerweile. Sehr gut. Katze ist auf 2,5 Herzen. Das ist auch nicht schlecht. Da geht auch was. So. Dann gehen wir zurück auf den Hof. Werden da noch ein bisschen Unfug treiben. Nee, natürlich nicht. Wir benehmen uns immer. Ich werde auf jeden Fall den Qualitätssprinkler irgendwo... Da kann man überlegen, wenn das Heu gewachsen ist, ob ich hier dann einen Qualitätssprinkler aufstelle. Da habe ich hier wenigstens ein bisschen weniger Arbeit. Ich glaube, so wird das gemacht. Gut. Gut, gut, gut. Das wird verkauft. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Ich hätte echt Bock, mir Sprinkler zu bauen. Wie macht man eigentlich nochmal verfeinerten Quarz? Das war, glaube ich, Quarz und Kohle, genau. Aber ich habe halt immer noch, ich habe noch keine Goldbarren. Ich habe noch keine Golderz. Die normalen Sprinkler, lohnt sich das, die echt noch zu bauen? Eigentlich nicht. Fraglich, ne? Das ist echt eine fragliche Geschichte. Zehn gefrorene Tränen für einen Kriegerring, gute Nacht. Ja, ist halt echt schwierig jetzt, ne? Dazu müsste ich mir halt Brennöfen bauen, und weil mit einem komme ich da nicht weit, aber ich habe keine Steine mehr, aber ich kann mit meiner Energie auch gerade nicht in die Mine. Erst seitdem das Zeug hier wird bald fertig. Weiß nicht, wie lange das noch dauert. Oh, ich bin am Struggling, ich bin echt am Struggling. Ich bin am Struckle, ich sag's euch. Naja.
Fünf Riegel. Werde ich doch mal demnächst wieder in die Mine hüpfen. Die bringen ja ein bisschen Energie. Da habe ich noch die Karotte. Eventuell wird das Zeug auch bald fertig. Das hat ja 105 Energie für einen eingelegten Kürbis. Ist schon übel. Was wächst eigentlich hier? Sieht anders aus wie der Rest. Was habe ich da angepflanzt? Weiß schon nicht mehr. Das ist nicht schlecht. Das ist halt echt gerade richtig schwierig, richtig struggling hier. Sagen wir mal, ich würde jetzt noch 4 Schmelzöfen bauen, da brauche ich 100 Steine und 80 Kupfererz. Das Kupfererz hätte ich ja. Aber dann, wenn die Schmelzöfen gebaut sind, dann habe ich fast kein Kupfererz mehr. Nicht mehr viel und Kohle geht mir halt auch aus. Das heißt, ich bräuchte eventuell, wenn es blöd läuft, Kohlebrennöfen und dafür brauche ich noch mehr Holz. Weil 10 Stück Holz ein Stück Kohle ergibt. Naja, ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen Bäume umprügeln, bis ich keine Energie mehr habe. Also gleich. Und dann höre ich auf, mir den Kopf zu zerbrechen und lasse es einfach auf mich zukommen. Fertig. Punkt, fertig aus. Warum zerbreche ich mir eigentlich den Kopf darüber? Es ist nur ein Spiel. So. Der kommt auch noch weg. Reicht vielleicht sogar noch. Perfekt. Sehr gut. Alles rein da. Der verfeinerte Quarz ist auch fertig. Nee, stopp, der kommt hier rein. So. Ich muss noch Kupferbarren machen. Ich habe fast keine Kupferbarren mehr rumliegen. So. Jetzt gehe ich aber ins Bett. Gutes Nächtle. Und wir haben nicht viel Gold gemacht, aber bald kommt wieder mehr rein. Ich habe jetzt wieder Melonen angepflanzt, die mir wahrscheinlich um die, keine Ahnung, wie viel, 5, 6, 7, 8 Millionen einbringen. Was? Ein grüner Regen hat sich über das Tal gelegt. Was zur Hölle ist ein grüner Regen? Das sieht komisch. Was ist das? Hier sieht, das da oben sieht mutiert aus. Das ist. Was ist mit dem Baum passiert? Was ist mit allen Bäumen passiert? Was ist das? I, liebe Leute, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, reiner Zufall lebt bis dahin noch. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support, ihr seid mega geil. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Wenn ihr Bock habt, lasst Likes, Kommentare, Abos da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert das Glöckchen etc. pp. Ihr kennt das Gelaber. Ist wie immer alles freiwillig, ich zwinge euch natürlich zu nichts. Ich wünsche euch eine megamäßig geile Zeit und wie gesagt, wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao.